Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute geht es mal um ein sehr, sehr ernstes Thema. Aber ja, ich habe auch einen Kumpel dabei, den ihr wahrscheinlich kennen solltet. Sag mal hallo. Ja, Freunde, hier ist der Jorginho. Und ja, heute sprechen wir echt mal über ein ernstes Thema. Mir platzt wirklich das rechte Ei, Alter. Ja, man muss sagen, Giorgio ist gerade richtig. Also, ich kann mir vorstellen, dass er richtig rot gerade ist. Also, er ist wirklich kurz vorm Platzen. Ja, ich muss ehrlich sagen, also, das, was ich schon wieder sehe, ne? Vor allen Dingen immer dieses, ich bin der Ehrlichste. Oh, ich bin der Ehrlichste. Giorgio, jetzt, hey, Mama, ich bin der Ehrlichste. Ja, Giorgio, beruhig dich. Giorgio, ja, okay. Sorry, Leute, jetzt mal ohne Witz. Nein, das soll konstruktiv sein. Das ist doch... Nee, Leute, ja, Digga, ich bin halt nur ein bisschen wütend. Aber ja, er ist wütend, ja. Mich macht es eher traurig, muss ich sagen, denn es geht um meinen Kumpel. Und zwar heißt er Elotrix. Und es ist quasi ein Kumpel für mich, für uns. Kein bester Freund von uns, halt so ein guter Bekannter, sagen wir einfach mal, den ich damals nicht gemocht habe, denn er hat einfach so über mich im Livestream gelästert. Allerdings habe ich dann irgendwann mit ihm gesprochen, er hat sich entschuldigt und hat es bis dahin nicht wieder gemacht. Und ja, es geht heute um ihn, denn... es geht quasi um ihn und nicht um mich dieses Mal, denn er wurde von mehreren YouTubern gerade, er wird gerade fertig gemacht von mehreren YouTubern. Das Ganze hat begonnen, als er, ja, über einen, ja, wie soll ich sagen, ein kleinerer YouTuber, den Namen will ich jetzt nicht erwähnen, ein Video über ihn gemacht hat und das Video hatte nach einem Tag 50.000 Klicks, was für einen YouTuber mit 15.000 Abonnenten ziemlich, ziemlich viel ist. Warte mal, er hatte 12.000 und hat jetzt, glaube ich, über 20.000. Ja, auf jeden Fall, er hat ziemlich viele Klicks auf dieses Video bekommen, denn er hat Carsten ziemlich fertig gemacht, also Elotrix, und er hatte auch ziemlich viele Beweise. Man muss auch sagen, Elotrix, Carsten hat einen Fehler gemacht, denn er ist halt... Ja, red du einfach mal weiter. Ich will's gut sehen. Man kann nicht alles gut sehen. Sag was dazu. Also, ich finde, die Geschichte, die jetzt von diesem kleineren YouTuber da rumkursiert, hat er wirklich ziemlich geschickt gemacht. Ja. Ob es eindeutige Beweise sind, das kann man nie sagen, weil, wie gesagt, jeder kann sich einen Facebook-Namen machen, sich das Bild von Elotrix reinmachen und dann so tun, als ob er jetzt mit irgendjemandem schreibt. Ja, wie glaubwürdig das alles ist, kann man einfach nicht sagen. Dazu möchte ich mich auch gar nicht äußern, darum geht es mir auch gar nicht. Selbst wenn das Video die Wahrheit entsprechen würde, okay, alles klar. Selbst wenn es nicht der Wahrheit entspricht, okay, alles klar. Mir geht es aber darum, ja, dass größere YouTuber abwarten, wie das Video ja, ausartet und dann selber auf das Boot einspringen. Ja, die springen da selber drauf ein und sehen, alles klar, der Junge hat übertrieben abgegriffen und jetzt müssen wir auch noch rein, wirklich, selbst wenn der Carsten liegt doch jetzt schon auf dem Boden. Ja, also ich will jetzt mal was, ich will ganz kurz was dazu sagen, okay? Ja. Damals, als ich 17 war, ich war kurz davor, 18 zu werden, ich war noch nicht ganz, ich bin auf jeden Fall reifer, ich bin zwar immer noch nicht so reif, aber ihr wisst, was ich meine. So, damals habe ich mir von einem YouTuber namens Vibanato ein Video, ein Intro machen lassen, wofür er ziemlich lange gebraucht hat und das Intro war wirklich gut. Und ich habe den Fehler gemacht, ich habe irgendwann meine Beschreibung neu erneuert und habe ihn vergessen wieder zu verlinken. Als er mich dann erinnert hat, habe ich ihn zu weit nach unten verlinkt und als er ein Video über mich gemacht hat, da habe ich mich ziemlich, wie soll ich sagen, arrogant geäußert dazu. So, dann wurde ich für eine kurze Zeit gehatet, das war jetzt nicht so schlimm, das war auch nicht so schlimm wie bei Elotrix, finde ich. Auf jeden Fall habe ich das einfach akzeptiert, habe gesagt, okay, ich habe einen Fehler gemacht und ich habe aus dem Fehler gelernt. Und ich bin wirklich, wirklich glücklich, dass er damals dieses Video über mich gemacht hat, denn aus Fehlern lernt man einfach, ja, aus Fehlern lernt man und die Fehler macht man nicht nochmal, wenn man sie gelernt hat. Einmal ist es bei mir passiert, dass ich ihn nicht richtig, dass ich halt arrogant reagiert habe, das Ganze hätte ich verhindern können, aber nein, ich musste es tun, weil ich halt dumm im Kopf war. Und man lernt aus Fehlern, genauso wie der Elotrix auch ein Mensch ist und hoffentlich aus Fehlern lernt und da bin ich mir echt sicher. Denn, und zwar geht es darum, ein YouTuber hat gestern über ein Video gemacht und er wurde wirklich, das Video haben viele gesehen und er wurde schon zum Tod beleidigt, Und ich finde, aus diesem einen Video hat er aus seinem Fehler gelernt und er hat sich auch Gedanken darüber gemacht, wie zum Teufel, wieso habe ich das getan, war nicht so schlau von mir, dieser Jesse so zu schreiben oder wie die heißt, diese Blondine da, keine Ahnung, ist mir auch scheißegal eigentlich. Auf jeden Fall, war vielleicht nicht so schlau, ihr zu schreiben, vielleicht hätte ich nach ihrem Alter fragen sollen, mache ich einfach nie wieder, vielleicht überlege ich mir doch vielleicht eher mit Älteren was zu machen, weil ich meine, ich bin mittlerweile 22, ich habe keinen Bock mehr auf diese Kinder und außerdem hat mir das echt den Rest gegeben. Aber nein, was kommt? Drei größere YouTuber, die sehen, dieses Video ist von einem kleinen YouTuber erfolgreich und da machen wir doch auch ein Video mit denselben Argumenten, es waren wirklich die exakt selben Argumente drin, die exakt selben Argumente und wollen abstauben und die meisten Leute, die dann sagen,
also ich will keinen angreifen. Ich mag die Leute sogar, ich mag die eigentlich, die das Video gemacht haben. Beziehungsweise ich habe nichts gegen die, ich habe nichts mit denen zu tun. Tesco vor allem mag ich sehr, sehr gerne. Apocalypse Red habe ich nichts gegen, echt nicht. Marcel Scorpio habe ich auch nichts gegen. Finde ich alle eigentlich ganz okay. Aber die Leute versuchen einfach, jede Situation auszunutzen, auf den Größten zu gehen. Dann gibt es noch andere kleinere YouTuber, die kommentieren das Video, um auch noch ein bisschen was abzubekommen. Ich meine, das Ding ist einfach, man versucht einen YouTuber zu zerstören, um selber davon Profit zu ziehen. Und die ganze Community macht damit, ohne zu überlegen, was für Konsequenzen das eigentlich hat. Digga, jetzt sag ich mal, lass mich auch mal reden, Alter. Mir platzt gleich wirklich das linke Ei auf. Nein, ich bin gar nicht sauer, aber ich finde das einfach... Nein, Digga, ich möchte jetzt was dazu sagen. Und zwar, du sagst jetzt gerade eben, ja, Tesco, korrekt. Apocalypto Red, ja, ganz okay. Marcel Scorpion, ich hab gesagt, ich hab nichts gegen sie. Das hab ich gesagt. Ja, aber jetzt sag ich mal was dazu, Alter. Für mich... Jetzt mal ganz im Ernst, das, was die drei da gemacht haben und jedes Mal sich da so hinzustellen, dass sie die ehrlichsten Menschen auf Erden sind, ja, das hört man ja tausendmal im Video und sie werden ja so real und wir überlegen, was wir uns auf YouTube sagen, so, gerade das macht einen doch nicht real. Wenn man auf YouTube das sagt, worauf man Bock hat, dann ist man real, ja, nicht überlegen, ja, genau, erst, was genau, man genau. Sagt. Alter Schwede, ich meine, jetzt ohne Scheiß, wirklich, ich habe nichts gegen die und ich will die auch gar nicht irgendwie angreifen, aber diese drei Jungs, die, ich kann mir vorstellen, dass die, gut, Apocalypto Rap ist für mich schon ein Mann, das finde ich eher so, das sind doch die stehen doch am meisten auf Frauen, ja, und die reden, ich kann mir nicht vorstellen, dass die nicht manchmal ab und zu mal über Frauen diskutieren. Wir, zum Beispiel, gut, ich sag jetzt mal, wir, Allotrix, ich und ein paar andere YouTuber, wir reden halt nur mal gerne über Frauen und wem das nicht gefällt, ich habe auch einen zweiten Kanal, da mache ich Let's Plays drauf, weil übrigens, es wurde auch erwähnt, dass die Leute mit schlechten Thumbnails, mit Frauen als Thumbnails und so weiter, wovon es tausende gibt, irgendwie schlecht sind, schlechte Menschen sind. Die Frage ist aber, wieso, sagen wir einen Vergleich, okay, im Boxkämpfen, wieso gibt es da irgendwie ganz, die Frauen sehen grandios aus, die diese Tafeln in der Hand halten, ja, ich weiß, ihr wisst, welche ich meine, und wieso sind die immer so hübsch, wieso sind die so hübsch, wieso ist das nicht so irgend so eine hässliche, natürlich, damit mehr Leute einschalten, wieso werden immer die hübschesten Schauspielerinnen gewählt für Filme, wieso werden immer die besten Thumbnails gewählt auf YouTube, natürlich, weil die Leute Profit draus ziehen wollen und das ist das Schlauste, was man machen kann, außerdem will man die Leute ansprechen und das ist der Grund, wieso es so viele Leute gibt, die Frauen als Thumbnails verwenden, die es natürlich ausnutzen. Digga, das beste Beispiel ist doch einfach, wir müssen jetzt mal ganz ehrlich sein, das beste Beispiel, jetzt hier, die haben ja gesagt, hier, es gibt YouTuber, die tun immer Frauen in den Thumbnails. Wer ist denn momentan der erfolgreichste, also wer ist der stark wachsendste YouTuber momentan in der Szene? LeFloid, Alter. So, was hat der für Thumbnails? Der hat ja die übertriebensten, krassesten Thumbnails, wo fast überall jedes Mal eine Frau drin ist und er ist der erfolgreichste momentan. Ja, vor allem die Leute akzeptieren es einfach nicht, dass es Leute gibt, die halt Erfolg mit der Sache haben, die sie machen. Und deswegen versuchen die einfach, ja, ich wünschte, es wäre alles so wie damals, meine Gameplays, die sollen mehr akzeptiert werden, scheiß auf das Commentary, scheiß auf das Gelaber, scheiß auf die Unterhaltung, das Gameplay ist das, was zählt. Man muss, ich akzeptiere so viele andere Leute, ich mache mein Ding auf YouTube und Allotrix erst recht, es geht gar nicht um mich in diesem Fall, ich halte mich da raus, ich will ihn verteidigen, weil es ist einfach eine Frechheit, was sich einige Leute... ja, dabei denken. Und das Schlimme ist einfach, dass die Community so dahinter steht. Die Leute unterstützen das auch noch, dass einer so richtig fertig gemacht wird und in den Kommentaren bei seinem letzten Video, du bist ein Wichser, Pädophiler und so weiter und so fort. Die Leute denken aber nicht mal nach, dass, die Leute hören einfach hin, ja, der hat recht und gut ist und das sind natürlich die besten Menschen. Und Leute, es gibt so vieles über die zu sagen. Es ist kein Scherz, es gibt so vieles zu sagen, was auch nicht gerade positiv ist. Auch wenn das sind keine schlechten YouTuber, genau wie Elotrix. Digga, es geht einfach darum, die haben genauso Dreck am Stecken irgendwo. Ich sag jetzt nicht mal, vielleicht nicht in der Sache jetzt wie Carsten, Alter, aber die sollen sich nicht alle wie die Heiligen und wir sind die Ehrlichsten und ich würde mal wirklich drüber nachdenken, ob der ein oder andere auch mal, was anmelden soll, ne? Jetzt nur als Denkanstoß hier. Ja, das finde ich auch so. Und die machen immer, Digga, nein, mich kotzt das echt an, Alter. Ich muss ja echt konstruktiv bleiben. Ich will auch keinen beleidigen von denen. Ja? Es geht auch gar nicht darum, dass ich sie beleidigen möchte. Es geht einfach nur darum, dass ich einfach sagen möchte, dass es nicht geht. Alter, ist ein kleiner YouTuber, hat wirklich schon was Krasses da absolviert. Der hat auch was Krasses gebracht. Das ist echt heftig. Das hat Carsten genug geschadet. Und da kommen wirklich noch drei Größere, die genau das selber nochmal zusammenkauen, aufwärmen und nochmal als eigene Kreation präsentieren. Dabei machen sie genau nur dasselbe und sagen, ich habe mit Carsten gesprochen, ja, wir haben dann auch gesprochen und da haben wir uns wieder vertragen und auf einmal, jetzt treffen sich alle wieder. Ich habe auch gestern von Carsten noch gehört, Alter, dass der Apocalypto Red gestern noch auf dem TS war. Ja.
Er war noch auf dem TS und hat gesagt, ja, hier dies, das, jenes. Alter, das geht überhaupt nicht. Was sind das denn für krass linke Aktionen? So, jetzt habe ich noch zwei Sachen zu sagen. Die eine Sache habe ich jetzt vergessen, aber egal. Es war ja eine Blondine am Start. Die ist 14 oder keine Ahnung. Sieht relativ gut aus. Also sieht eigentlich ziemlich hübsch aus. Und ja, jetzt ist die Frage. Genau, ich fange erstmal anders an, okay? Und zwar habe ich ich will erstmal damit anfangen, dass ich Carsten nicht nur beschützen will. Denn natürlich gibt es auch Sachen, die nicht so gut an ihm waren und die Beweise sprechen da wirklich zu. Zum Beispiel, dass er nicht nach dem, das muss man einfach erwähnen, Joe, das muss man jetzt erwähnen, nicht nach dem Alter der Mädchen fragt. Ich meine, das Mädchen hätte 13 sein können und er hätte sie durchgeknallt und das geht natürlich auch nicht. Aber ich finde, sowas hat uns nichts einzumischen. Wenn er so weitermachen will, wird das irgendwann rechtliche Konsequenzen haben, irgendwie mit der Polizei, dass er in den Knast muss und so weiter und so fort, weil man darf keine Jugendliche ficken. Das darf man einfach nicht, das mache auch ich nicht. Bei mir ist das Mindestalter 16. Und das war es schon damals, als ich einen Kumpel hatte, auch wenn man das nicht glaubt. Die Leute denken, ja, ich habe hier ein 15-jähriges Mädchen, mach mit der Videos und knall die danach sofort. Ich glaube, die Leute wissen, ich hatte mal eine 15-jährige, ich glaube, das war einmal eine 15-jährige, die hatte ich hier. Und mit der habe ich Videos gemacht und die habe ich nicht, mit der hatte ich nichts am Start. Und ich sage auch nicht, mit welchem Mädchen ich am Start hatte. Aber auf jeden Fall, ich achte sehr aufs Alter und das finde ich nicht gut von ihm. Aber ich glaube, das hat ihm schon zu denken geschaffen und selbst wenn nicht, dann wird er später seine Konsequenzen dann tragen, indem er irgendwie in den Knast kommt irgendwann, weil die Polizei das erfährt, weil ihn irgendeine Jugendliche irgendwie an die Wand nageln wollte und deswegen mit ihm geschlafen hat und dann sagen will, ja, er hat mit mir geschlafen, jetzt schickt ihn ins Gefängnis. Das kann eine Jugendliche machen. Und das ist auch einer der Gründe, wieso ich das nicht tue. Das ist eine Sache, die ich nicht gut, wenn er es nötig hat. Ist okay, ist sein Ding, aber das ändert nichts daran, dass er entweder gute oder schlechte Videos macht und daran kann man seine Videos nicht bewerten. So, das nächste Thema ist einfach, dass es eine Blondine gibt, die ist 14 und die hat genau dasselbe versucht, ja, die hat genau dasselbe versucht, ihn an die Wand zu nageln, indem sie einfach ihn extra, ich meine, sie hat ihm Fake-Bilder geschickt, sie hat sich selber so aussehen lassen, als wäre es eine Schlampe. Sie hat Fake-Bilder, ihm, also das waren Fake-Nacktbilder geschickt und dann hat er selber seinen Schwanz, sein Genital geschickt, ja, als Bild, ist natürlich ein bisschen krank, aber gut, jeder hat so seine Vorlieben, ne? Sie hat es extra versucht und sie wird jetzt als Engel dargestellt und so weiter und so fort. Finde ich auch total. Digga, die werden alle als Engel dargestellt. Die werden alle als Engel dargestellt. Es kotzt mich an, Alter. Es kotzt mich so krass an. Dabei haben die linkesten Nummern ausgewählt, Leute. Ihr müsst es euch mal reinziehen. Das ist so link, was gerade abgeht, Alter. Das ist mega link. Normalerweise müssten Danny und ich uns gar nicht einmischen. Wir mischen uns schon wieder ein, weil Carsten von uns ein Freund ist. Ja, es ist ein Freund von uns und wir wissen ganz genau, wenn wir auch in dieser Situation wären, dann wird der Carsten auch mit am Start. Und wenn. Also, und jetzt mal ohne Spaß, denkt einfach mal selber nach. Was ist das für eine linke Aktion? Die haben einfach nur darauf gewartet, dass sie irgendwas finden, um Carsten kaputt zu ficken, um irgendwie welche Abonnenten von ihnen abzureifen und selber zu wachsen, um mehr Klicks und Geld zu generieren. Und es kotzt mich an, dass Leute wirklich über Leichen gehen, Existenzen zerstören, damit es ihnen besser geht. Ich glaube, die Leute verstehen auch gar nicht, was wir hier sagen wollen eigentlich. Ich glaube, es könnte mir eigentlich vollkommen egal sein, bin ich ganz ehrlich. Ich habe damit nichts zu tun. Ich mache einfach meine Videos. Ich könnte einfach ganz normal weitermachen, wie immer. Mache ich natürlich auch, außer dass dieses Video jetzt heute kommt. Ich habe damit kaum was zu. Ich fühle mich auch nicht mal angesprochen oder sowas, ja. Aber es hat mich. Ich habe zu Giorgio gesagt, Digga, ich will eigentlich kein Video machen. Ich will mich da nicht einmischen. Aber es ist so zausig. Was los? Die Leute nutzen echt alles aus und jetzt zieht euch das mal rein. Die machen eine Karriere eines YouTubers kaputt, übrigens Carsten, die kann die Leute natürlich auch anzeigen, wenn er will, denn... Natürlich, das kann rechtliche Auswirkungen für die Leute haben. Das würde ich auf jeden Fall auch tun, denn... das würde ich tun, denn das hat einfach, die haben einfach eine große Reichweite, zu dritt vor allem, ja? Das ist Rufmord, das ist übelste Rufschädigung. Ja, die haben auf jeden Fall eine große Reichweite und auch wenn ich immer noch nichts wirklich gegen sie habe, weil sie mir nie was getan haben eigentlich, so weißt du, aber jetzt stell dir mal vor,
Giorgio oder ich wären in die Situation, das würde, oder ihr wärt in diese Situation. Leute versuchen euch zu zerstören, weil ihr berühmt seid, um selber Profit zu ziehen. Wie würdet ihr euch fühlen? Und natürlich die Hater, wenn schreibt das sagen, mal in die Kommentare, Freunde. Ja. Das würde mich mal interessieren, wie ihr euch fühlen würdet. Ja, und wenn jedes Wort auf einmal umgedreht wird, wir wissen ja nicht, was die wirkliche Wahrheit ist. Das ist ja wie bei Bushido und K1. Der eine macht dies, der andere macht das. So, man muss immer selber entscheiden, ja, wo kann ich mehr Glauben schenken? So, und ich finde es einfach krass, dass die Leute wirklich dann die ganze Zeit dann da hängen, obwohl es eigentlich auch anders sein können. Aber so, das zeigt schon wieder, dass es halt jüngere Leute sind, genau, die einfach nicht die so ganz beeinflussen lassen. Ja, die sich einfach so schnell beeinflussen lassen. Ist echt schade, Alter. Ich kann das nachvollziehen. Ich war damals genauso. Ich habe mich echt beeinflussen lassen von jeder Scheiße. Ich kann den Leuten das auch gar nicht irgendwie schlecht reden. Ich sehe schon die Hater kommen, wie sie sagen, ja, Danny, du hast aber voll Unrecht. Du bist echt da und du bist, was laberst du für eine Scheiße? Dislike. Aber Leute, das geht mir jetzt echt am Arsch vorbei, denn ich wollte unbedingt meine Meinung sagen und ich glaube, Giorgio und mir haben das ziemlich gut getan. Versucht ihn nicht zu haten, gebt ihm noch eine Chance, lasst ihn wie gesagt, Alter, Leute, heute Abend kommt auch noch ein Video von mir und Danny auf meinem Kanal und da wird das nochmal ganz anders angesprochen. Versucht ihm nochmal eine Chance zu geben. Leute machen Fehler, ich habe auch damals einen Fehler gemacht mit Bibernator. Ich bin froh, dass er das Video gemacht hat. Mich persönlich, ja, hat es jetzt vielleicht nicht so übertrieben getroffen, aber es hat mich zum Nachdenken gebracht und das war das, was zählt. Ich glaube, Carsten hat die ganze Sache jetzt auch zum Nachdenken gebracht. Diese Leute versuchen nur Profit rauszuziehen, um jemand anders zu zerstören. Und natürlich haben sie sich den Größten ausgesucht. War ja natürlich klar irgendwie ist der. Klar, ja. Das war natürlich klar. Ich meine, schaut euch mal, wie viele Leute auf mich zugehen. Es gibt auch einen Kommentar. Digga, wir müssen jetzt mal ehrlich sein. Es gibt so viele YouTuber, die über uns Videos machen, wo die uns haten. Was weiß ich, da kommt, was weiß ich, Danny, der Spaß macht nur einen hier auf Frauenheld. Giorgio, der Fettsack, ist behindert. Was weiß ich, Alter. Aber ich finde es so lächerlich, dass die Leute einfach sich wirklich immer versuchen, an unseren Schwanz hochzuziehen, Alter. Ja, das versuchen die, indem sie. Zum Beispiel, ich sag euch mal zwei Stories, okay? Also, es gibt einen YouTuber, der ist gar nicht so klein, aber der sagt so: Ja, Eltrix und Danny sind alles möchte gern gelaber, bla bla. Blablabla. Und alles möchte gern gelaber und ich bin derjenige, der der Beste ist. Ich habe nie erwartet, dass ich der größte Frauenchecker bin, dass ich jede Frau bekomme. Ich gebe einfach nur die Tipps weiter, die ich kennengelernt habe. Und ja, so ist es. Dann gibt es noch einen YouTuber, der ist allerdings, ja gut, er hat relativ viele Abonnenten, aber irgendwie 1000 Klicks irgendwie. Da kriegt er auf dem Danny Burnage Video... ja, auf dem Danny Burnage Video einen Titel bekommt er dann statt 1000 Klicks, irgendwie 2000 Klicks. Gut, vielleicht hat er sich dann wieder 50 Klicks erbottet oder so. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall ist jetzt auch egal. Ist ja jetzt egal. Auf jeden Fall, dann kriegt er seine Kommentare. Ey, du hast voll recht. Mach weiter so Videos. Ja, er kriegt Videos. Er quasi, diese 2000 Leute sind meine Hater. Und an denen versucht er sich hochzuziehen und freut sich dann natürlich, weil er den großen YouTuber schlecht gemacht hat. Natürlich denkt er, es interessiert ihn dann. Ich habe mir das Video nicht mal zu Ende angeschaut, aber ich habe kurz mal reingeguckt, ja, was Digga, das ist auch eine menschliche. Guck mal, du stellst gerade eine menschliche Sache in Frage. Das ist menschlich. Das ist, wenn du Recht bekommst, fühlst du dich gut, fühlst dich bestätigt. Ja. So, er fühlt sich aber nur bestätigt, weil wirklich die Leute kommen, die einen Abfuck auf dich haben. So, anstatt mal eigene gute Videos zu bringen, wo man dann stolz sein kann, wenn man coole Klicks darauf bekommt, Alter. So, was ist immer dieses Gebiefe, Alter? Schon, wo dieser eine Diss-Track kam. Okay, alles klar. Hätte der vorher gefragt und so und hätte der meine Freundin nicht mit reingeholt, ich hätte mich nicht einmal dazu geäußert. Digga, der Diss-Track, ich finde, Mars. Da gibt es. Warte, ich finde ihn ganz okay. Ich hab. Ja, jetzt sag erstmal was. Ja. Ne, jetzt weiß ich nicht mehr, okay, Alter. Scheiße, sorry. Egal, überleg's erstmal. Auf jeden Fall, ich habe Apocalypse Red, hatte ich nie was gegen. Finde ich eigentlich sogar ziemlich nett, muss ich. Ich weiß nicht, habe ich echt nichts gegen. Aber pass auf. So, Tesco mag ich von den dreien sogar am meisten, muss ich ehrlich gestehen. Aber da gibt's auch so ein paar Sachen, die mich jetzt schon wieder negativ auf ihn wirken lassen haben. Dann Scorpion, habe ich auch nichts gegen. Aber seit diesem Video kommt es mir so vor, als ja, würden die Leute einfach den Verlust des anderen einfach abfeiern, um selber Profit zu ziehen. Das war's von mir erstmal, Giorgio. Sag jetzt noch das, was du sagen willst. Vielleicht hat euch das mal zum Nachdenken gebracht. Wir wollen, ich meine, mich geht das gar nichts an. Ich mache einfach mein Ding weiter, wie immer. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt. Ich werde auch nicht mehr auf Teamspeaks und sowas gehen, weil ich da heimlich aufgenommen werde von irgendwelchen Leuten.
Werde ich auch nicht mehr machen. Ja, es gibt so viele Sachen jetzt, die wir hier gerade erwähnt haben. Vielleicht hat euch das mal ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ihr müsst nicht immer euch so schnell beeinflussen lassen. Ich weiß, dass viele, viele von euch jung sind. Ich war nicht anders. Und natürlich gibt es jetzt viele Hater. Ja, denn du hast voll undicht. Und ist, wir disliken das Video jetzt. Aber das ist mir jetzt wirklich ziemlich egal. Denn ich wollte jetzt meine Meinung dazu sagen. Und Elotrix ist ein guter YouTuber. Ob er jetzt natürlich ein Arschloch im echten Leben ist. Ich hoffe, der wird aus seinem Fehler lernen. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, klickt den Daumen nach oben Button. Wenn nicht, dann halt nicht. Und ja, Jojo, ich überlasse dir das Schlusswort. Ja, Freunde, ich konnte jetzt nicht so viel reden, weil der Danny die ganze Zeit pausenlos gesprochen hat. Ist aber auch nicht schlimm. Wie gesagt, wir werden jetzt gleich, also später, ich werde jetzt erstmal essen. So, werden wir dann auch ein Video für meinen Kanal machen. Wie gesagt, weil da wird das auf jeden Fall mal anders angesprochen. So, auf jeden Fall, Freunde, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, dann nimmt euch das Leben. Es gibt genug Sachen im Haus. Ich würde sagen, bis bald, aber nicht im Wald. Und dann würde ich auch sagen, 3, 2, 1, Ciao! Doch du magst es, Bam. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Justin. Willkommen bei The